Okay, Chat, jetzt haben wir hier unseren Kochstream für den Tag abgeschlossen. Es wird Zeit für den Schachstream. Ich hoffe, ihr seid bereit. Heute beschäftigen wir uns erstmalig mit dem Zug Bauer nach D4 in unserer kleinen Schachschule. Wir haben bisher ja ausschließlich Bauer nach E4 kennengelernt. Dazu die ersten, ich glaube, 16 Teile. Aber es gibt nicht nur Bauer nach E4. Schach beginnt weiß, wie wir ja wissen, und sein Ziel ist es, gemeinhin das Zentrum zu besetzen. Unter Zentrum im engeren Sinne versteht man diese vier Felder. Im weiteren Sinne kann man entweder die D- und E-Linie von den Zentrumslinien sprechen oder alles, was halt hier in der Nähe ist. Aber man möchte das Zentrum besetzen und man möchte die Figuren rauskriegen, sodass sie im Idealfall Einfluss aufs Zentrum haben. Die Springer von hier und hier. Die Läufer gibt es diverse Möglichkeiten. Vielleicht wollen sie hier hin. Und dazu gibt es natürlich verschiedene Mittel und Wege, das anzustreben. E4 ist der naheliegendste, weil es uns halt auch dichter an die kurze Rochade bringt. Aber D4 hat auch seine Vorteile. D4 hat zum einen den großen Vorteil, dass dieser Bauer verteidigt ist von der Dame. Das heißt, der Bauer kann nicht so leicht angegriffen werden. Also wenn hier der Springer ankommt, muss uns das nicht weiter kümmern, weil die Dame ihn im Blick hat. Des Weiteren versucht D4 tatsächlich fast noch ambitionierter als E4 das Zentrum zu besetzen. Wenn Schwarz sich dagegen nicht wehrt, dann würde im nächsten Zug normalerweise E4 kommen. Aber normalerweise wird Schwarz sich dagegen wehren und Weiß versucht, je nachdem, was Schwarz tut, hier die ganze Mitte zu setzen mit Bauern D4, C4 und E4. Also der Kampf ist, ich weiß nicht, ob das besonders sinnvoll erklärt war, kommen wir gleich noch zu. Der Kampf nach D4 ist häufig ein bisschen weniger direkt. Es gibt nicht so viel Feinkontakt, vielleicht auch dadurch, weil dieser Bauer verteidigt ist. Aber Weiß hat ebenso gute Erfolgschancen und ich glaube auch Statistiken mit Bauer nach D4 wie mit Bauer nach E4. Welchen Zug man jetzt spielt, ist viel, ich glaube, eine Frage der eigenen Vorlieben oder auch einfach wie bei mir, was man als erstes gelernt hat. Ich habe ja schon häufig erzählt, mein erstes Schachbuch war Kasparows Schacheröffnung von Otto Borig, irgendwann in den 80ern. Und da wurde aus weißer Sicht, obwohl Kaspar natürlich auch viel E4 gespielt hat, der Zug erstens D4 empfohlen. Und davon bin ich tatsächlich bis heute nicht wirklich abgewichen. Also ich spiele nicht immer erstens D4. Ich spiele auch, dazu kommen wir vielleicht in einer späteren Folge noch, häufig Springer nach F3, was auch unter den, auf jeden Fall unter den Top 3 meiner Meinung nach der ersten Züge ist. Das Zentrum besetzt, aber sich noch ein bisschen flexibel lässt, wie man mit den Bauern hier fortsetzt. Ich spiele auch häufiger Bauern nach C4, die englische Öffnung, wenn man auch kennenlernen. Bauern nach E4 habe ich nie wirklich gemeistert. Also ich werde es sehr, sehr selten, ich glaube in Turnierpartien, keine Ahnung, eine von 100, wenn es hochkommt, mal spielen. Aber ich habe es nie wirklich nachgeholt. Die meisten wirklichen Topspieler können heutzutage Bauer nach E4 und Bauer nach D4 beides spielen. Was sie natürlich auch unberechenbarer macht, wenn man sich jetzt auf einen Gegner einstellt, vorbereitet, dann ist es schwerer aus schwarzer Sicht, wenn er sowohl D4 als auch E4 machen kann. Während die D4-Leute, die nur D4 spielen können, da natürlich ein bisschen berechenbarer sind. Ich habe es versucht zu kompensieren, indem ich halt auch Springer F3 und C4 im Programm habe und im Rahmen von D4 immer recht flexibel war. Aber es ist schon eine kleine Schwäche, wenn man nicht beide spielen kann auf Top-Niveau. Auf Niveau darunter würde ich raten, aber es ist auch Geschmacksfrage, sich erstmal auf einen Zug zu konzentrieren und sich da ein sogenanntes Eröffnungsrepertoire drumherum zu bauen. Und dann irgendwann, wenn einem langweilig wird oder wenn man den nächsten Schritt machen will, kann man auch den anderen Zug versuchen hinzuzufügen. Das kann jeder halten, wie er möchte. Da gibt es kein richtig oder falsch. Auch auf Top-Level gibt es Leute, die lange Zeit eine Sache gespielt haben. Oder es gibt Leute, die immer ein bisschen alles gespielt haben. Solange man vernünftige Eröffnung spielt, D4, E4, C4, Springer F3, ist man da, glaube ich, auf der sicheren Seite. So, kommen wir jetzt zu Bauer nach D4. Macht den Weg für diesen Läufer frei, aber tatsächlich ist es meistens, auch wenn das Londoner System durchaus populär ist, nicht die Idee, diesen Läufer sofort rauszuziehen, sondern Weiß möchte den Kampf ums Zentrum führen und erstmal wäre das im nächsten Zug Bauer nach E4 zu spielen, wenn das Zentrum von Schwarz nicht gechallenged wird. Schwarz wird aber so gut wie immer irgendwas dagegen tun
oder so gut wie immer ist übertrieben, aber in 90% der Fälle irgendwas dagegen tun, dass wir das Zentrum einfach so besetzen können. Was sind die beiden schwarzen Hauptmöglichkeiten, um hier gegen D4 was zu unternehmen? Sind, auch wenn ihr es nicht wisst, aber ihr wisst es mit Sicherheit, recht naheliegend nach allem, was wir schon erfahren haben. Die beiden populärsten Möglichkeiten sind Bauer nach D5. Logisch genug. Weiß hat D4 gespielt, möchte E4 spielen. Schwarz spielt D5. Kontrolliert das Feld E4 mit diesem Bauern. Und sagt, ja, hier, ich überlasse dir keinen Platz kampflos in der Mitte. Ich stelle meinen Bauern dem gegenüber. Ist auch absolut nichts falsch dran. Aber es ist vielleicht ein bisschen weniger flexibel als die Alternative. Springer nach F6. Wieder mit der Absicht, dieses Feld zu kontrollieren, sodass Weiß hier nicht schnell einen Bauern hinstellen kann. Und Schwarz sagt sich, hier, ich spiele Springer nach F6, aber dann gucke ich mir erstmal an, was du machst und überlege dann, wie ich mich hinstelle. Vielleicht fianchettiere ich diesen Läufer. Als Beispiel. So, hier wären wir in dem Komplex von Königsindisch. Das hier ist Königsindisch oder Grünfeldindisch. Das ist Bauer nach D5. Vielleicht ziehe ich den Läufer aber so raus. Das hier ist zum Beispiel Nimzowitsch-Indisch, eine der populärsten Öffnungen, die so gut wie jeder Topspieler spielt. Nimzowitsch-Indisch, immer am Start. Vielleicht sage ich aber auch, okay, ich wollte nur gucken, was du machst und stelle meinen Bauern hier doch ins Zentrum. Geh zurück zu einer Form des Damengambits. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten. Man kann auch den Bauern nach C5 stellen, das Zentrum hier gleich versuchen anzugreifen. Das werden wir alles noch kennenlernen im Rahmen unserer kleinen Reihe. Aber ich habe hier schon ein bisschen vorweggenommen den Zug Bauer nach C4. Warum spielt man hier Bauer nach C4 auf Springer nach F6? Nach D5, dazu kommen wir gleich. Im Sinne von Kampf ums Zentrum wäre es vielleicht logischer. Kann ich spiele so. Versuche diese beiden Felder zu besetzen. Weil E4 nicht geht, ist korrekt. Aber warum versuche ich E4 trotzdem zu machen? Nach Springer C3 kommt D5, genau. Also auch das hier ist eine theoretische Stellung, die Veresov-Eröffnung. Auch hier gibt es bestimmt Videoserien drüber. Aber es ist nicht so logisch aus weißer Sicht, weil er kommt jetzt wieder nicht zu E4. Und dieser Springer auf C3 sieht zwar aus, als würde er Einfluss aufs Zentrum nehmen, hat aber eigentlich wenig zu tun. Also er hilft nicht beim E4-Spielen. Hier beißt er auf Granit. Und deshalb geht es hier für Weiß nicht so richtig weiter. Wie gesagt, ich weiß, hier gibt es Theorie, vielleicht gucken wir uns das auch noch an. Aber man verstellt sich den schönen C-Bauern hier, den man eigentlich ganz gut nutzen kann im Kampf um das Zentrum. Und deshalb sagt ich weiß, ich fange ja an, hier, ich stelle erstmal meinen C-Bauern hier hin und möchte dann den Springer hier hinstellen. Und wenn du jetzt zum Beispiel Bauer nach G6 spielst, jetzt kommt mein Springer. Und jetzt ist es nicht mehr so leicht für dich zu verhindern, dass ich die Mitte ganz besetze. Denn wenn du hier jetzt deinen Bauern hinstellst, wie gesagt, Grünfeldindisch, bekannte Eröffnung, aber nur um die Idee zu erklären, dann schlage ich diesen Bauern und besetze dann das Zentrum. Daher wird häufig D4 von C4 gefolgt. Ist nicht der einzige Weg zu spielen. Es gibt auch hier Alternativen, die wir uns noch reinziehen werden. Springer F3 kann man eigentlich immer machen und dann sich die Möglichkeiten offen halten, ob man den Läufer rauszieht, ob man erst hier den anderen Läufer fianchettiert, kurz rochiert. Aber es ist schon ein bisschen anders als bei Bauer nach E4, wo ja viel Schwerpunkt drauf liegt. Bauer hier hinstellen, Figuren schnell rausziehen, kurze Rochade, Druck machen. Mit Bauer nach D4 versucht Schwarz eher indirekter, sich erstmal ein breites Zentrum zu sichern. Und dann, wenn er das hat, dann sagt er, hier, ich hinter dem Rücken dieses Zentrum, also in Schwarz irgendwie, zu passiv spielt. Da entwickle ich in aller Ruhe meine Figuren. Springer raus, Läufer raus, rochiert dann. Und wenn ich es schaffe, die Mitte einzunehmen, dann stört es mich nicht, dass ich hier ein bisschen in Anführungszeichen Zeit verloren habe mit Bauer nach C4. Also das D4, C4 lässt sich von der Idee ein bisschen vergleichen mit Sizilianisch tatsächlich, auch wenn es natürlich andere Felder sind, wo Schwarz nach E4 ja C5 spielt. Und auch damals, ich sagte hier, ich würde den Springer schon gerne hinstellen, aber ich möchte, dass mein C-Bauer noch Einfluss auf die Mitte nimmt. Und dazu wird er häufig hier vorgeprescht. Also all diese Systeme werden wir uns noch in Ruhe angucken. Biologieprofessor, vielen Dank für deinen Sub. Heute widmen wir uns erstmal dem
dem vielleicht naheliegendsten schwarzen Zug und auch ein Zug, der nie wirklich aus der Mode kommt, der nach wie vor viel gespielt wird. Bauer nach D5. Und überlegen, was Weiß denn dagegen tun sollte. Auch hier vermute ich, ihr wisst die Antwort schon. Ihr habt ja bestimmt alle die populäre Netflix-Serie Das Damengambit gesehen. Was das Damengambit und warum? Wer gestellte Frage. Bauer nach C4. Ist auch hier wieder der Hauptzug tatsächlich. Und dieser Bauer ist nicht verteidigt. Er stellt sich hier hin und könnte von dem feindlichen Bauern geschlagen werden. Wir erinnern uns vielleicht, ich habe keine so hohe Meinung vom Königsgambit. Das hier wäre ja so das Äquivalent. Weil Schwarz halt schlägt und einen Bauern mehr hat, den wir so schnell nicht wiedersehen. Aber warum ist die Sachlage hier jetzt eine andere, wenn der Bauer einfach weggenommen wird? Schach und Bauern schlagen, wird gesagt. Ja, ist nicht der Hauptzug, also wenn man das machen würde, einerseits holt man früh die Dame raus, was ja häufig keine so gute Idee ist, kostet ein bisschen viel Zeit. Und andererseits technisch könnte Schwarz noch Springer nach C6 versuchen. Mit Gegenangriff wieder auf diesen Bauern, wenn der dann geschlagen würde. Dann Dame schlägt D4. Also auch das hier wäre noch nicht das Ende vom Lied. Hier könnte Weiß den Bauern verteidigen. Aber Dame A4 Schach muss tatsächlich nicht sein. So, Chat sagt, D schlägt C4, verliert die Kontrolle über das Zentrum. Ja, absolut. Der D-Bauer verschwindet, das ist ja auch die weiße Idee, das Zentrum besetzen zu können. Deshalb hat er ja wieder diesen Bauern in den Kampf geführt, mit der Absicht, hier den feindlichen Bauern zu schlagen. Aber trotzdem, wenn er uns weggenommen wird, muss Weiß sich überlegen, was er tut. Die Wahrheit ist, dass nach D schlägt C4 es eigentlich kaum eine Variante gibt, in der Schwarz diesen Bauern langfristig wird halten können. D schlägt C4 wird auf hohem Niveau eher gespielt, um Weiß kurz zu beschäftigen, diesen Bauern zurückzugewinnen und in der Zeit die Figuren rauszubringen und ums Zentrum zu kämpfen. Aber trotzdem, gerade wenn man sowas relativ neu sieht, dann macht man sich vollkommen zu Recht natürlich den Kopf, wie man diesen Bauern zurückkriegt. Ich würde aus schwarzer Sicht übrigens, aber dazu kommen wir später, nicht unbedingt abraten vom angenommenen Damengambit. Das ist eine populäre Öffnung, auch auf Top-Niveau. Aber es wäre nicht meine erste Wahl. Dazu kommen wir gleich noch. Weil ich denke, dass das Zentrum aufgeben, naja, ist auf jeden Fall ein bisschen schwerer macht, die Stellung zu spielen. Weiß hat hier verschiedene Möglichkeiten. Was sind die drei Hauptzüge? Ich glaube, ich habe sie im Chat schon gelesen in verschiedenen Variationen. E4, E3 und Springer F3, das ist korrekt. Was kann diesen Bauern vorziehen? Entweder ein Feld oder zwei Felder. Macht damit den Weg für den Läufer frei, der den Kollegen im Blick behält. E3 ist ein bisschen sicherer und hat auch noch eine, in Anführungszeichen, Pointe, die wir uns gleich angucken. Verteidigt hier das Zentrum, geht nicht zu weit vor. E4, ein bisschen ambitionierter, sagt hier, ich wollte doch das perfekte Zentrum, den Bauern hole ich mir schon wieder. Und wenn du das zulässt, wenn du hier irgendwas Leichtfertiges machst, dann stehst du sofort schlecht. Springer F3 sagt sich eher, der Bauer läuft nicht weg, ich werde ihn eh zurückkriegen. Und Springer F3 hat eine sehr konkrete Idee noch. Ich mische alles ein bisschen durcheinander. Es kontrolliert nämlich das Feld E5. Wenn Weiß Bauer nach E3 spielt, dann ist Bauer nach E5 jetzt tatsächlich ein Konter, den man auf dem Zettel haben muss. Aber erstmal sollten wir uns der Frage widmen. Habe ich schon häufiger gezeigt, das werden bestimmt viele von euch wissen. Aber vielleicht wissen es ein paar auch nicht. Warum kann Schwarz diesen Bauern jetzt nicht halten hier?
Wie könnte man versuchen, ihn zu halten? Der Läufer könnte nach E6 gehen, ihn verteidigen. Und B5. B5 ist ja das Naheliegende. Der Kollege kommt an und verteidigt den Bauern hier. Aber hier kommt jetzt ein typischer Mechanismus für sehr, sehr viele Damen-Gambit-Stellung. Auch später noch ist das ein typisches Thema. Weiß sagt, okay, deine Kette hier sieht ganz gut aus, aber bist du wirklich bereit, die Kette zu verteidigen? Oh ja, Ephelia, ich weiß, dass du das weißt, keine Sorge. Ja, nicht gleich alles verraten. Chris mündlich eine 2. Und zwar sprengt man diese mit Bauer nach A4. Um den Bauern gleich unter Druck zu setzen. Und jetzt schafft Schwarz es nicht ohne weiteres hier die Spannung aufrechtzuerhalten. Was er gerne spielen würde, wäre Bauer nach A6, den Kollegen verteidigen. Aber er ist nicht bereit. A schlägt B5. Und jetzt stehen sich auf einmal die Türme gegenüber. Wenn dieser Turm hier, wenn der Bauer zurückschlägt, zack, wird der Turm geschlagen. Muss man immer drauf achten. Alles gut. Wie bekannt ist zum Beispiel aus der Partie Varion gegen Reeved. Es kann manchmal ein bisschen unvorhergesehen sein, dass auf einmal sich diese Türme gegenüberstehen. Dann zack, ist es wichtig, als Erster zuzuschlagen. Deshalb funktioniert Bauer nach A6 nicht. Die andere Frage ist, was passiert, wenn Schwarz Bauer nach C6 spielt? Und hier sehen wir einen recht spezifischen Grund, warum Springer nach F3 zurückgestellt wurde. Wir haben es ja schon im Chat nach A schlägt B, C schlägt B. Kommt jetzt überraschend und selten. Komisches Motiv. Dame nach F3. Greift diesen Turm an. Und wir können den Turm nicht verteidigen. Versteht ihr warum? Man kann aber nichts tun. Der Turm hat kein Feld. Und alles, was dazwischen zieht, wird weggeschlagen. Dame nach D5 wird geschlagen. Lauf nach B7 wird geschlagen. Springer nach C6 wird auch geschlagen. Also der Turm wäre weg in seiner eigenen Ecke. Und Dame nach F3, dieser Trick funktioniert halt am besten, wenn man noch nicht Springer F3 und nicht Bauer nach E4 gespielt hat. Also zum Vergleich in dieser Stellung. Auch das hier wäre angenehm für Weiß, das kommen vielleicht später noch. Aber hier nicht so klar, kann die Dame nicht nach F3 gehen, den Turm angreifen, weil ihr der eigene Bauer im Weg stünde. Deshalb schafft es Schwarz nicht, mit B5 seinen Bauern zu verteidigen. Nach A4 kann er natürlich hier was anderes machen. Er könnte schlagen, aber auch diese Bauern werden nicht lange auf dem Brett bleiben. Jetzt kann Weiß zurückschlagen, den Bauern wegnehmen. Ist zwar wieder der Damenausflug, aber dadurch, dass der Schwarze sich jetzt hier geschwächt hat mit B5, wäre das schon eine sehr angenehme Störung. Oder er könnte auch erst den Bauern schlagen und sagen, der läuft nicht weg. Das geringste schwarze Übel, wenn man sich in dieser Stellung wiederfindet, wäre wahrscheinlich Bauer nach B4 zu spielen. Jetzt könnte man Dame nach F3 noch mit C6 parieren und auf Laufe schlicht C4 dann versuchen, die Figuren irgendwie rauszuziehen, springen nach F6 und E6. Aber es ist alles nicht besonders vielversprechend. Deshalb ist Bauer nach B5 hier keine gute Idee, um den Bauern zu verteidigen. Lauf nach E6 ist nicht ganz so schlecht. Also hier gibt es keinen Trick, der sofort Probleme macht. Aber Weiß hat einige Möglichkeiten, in Vorteil zu kommen. Wenn wir den Bauern sofort zurückgewinnen wollen, das müssen wir nicht, aber wenn wir ihn sofort zurückgewinnen wollen, wie können wir das am besten bewerkstelligen? Lifetime 42, bist du sicher? Laufstich C4 und Dame A4 Schach? Chat sagt viel Dame A4, aber das ist nicht korrekt. Also erstmal hier schlagen und dann Dame A4 funktioniert nicht.
weil hier der Bauer dazwischen zieht und gleichzeitig den Läufer deckt. Da müssen wir aufpassen. Und aus ähnlichen Gründen wäre Dame A4 Schach hier keine so gute Idee. Jetzt stellt Schwarz wieder diesen Bauern dazwischen. Wenn wir jetzt schlagen, haben wir wieder das alte Dame zu früh raus Problem. Kann sich häufig rächen. Kommt der Doppelangriff. Und Schwarz gewinnt eine Figur. So, was hat Chat? Springer D2 wird noch genannt. Ja, Springer D2 geht bestimmt auch. Könnte Schwarz hier noch drum kämpfen, den Bauern zu verteidigen. Aber auch die Kette würde man sprengen. Worauf ich hinaus wollte, aber wirklich nur im Sinne, wie wir den Bauern am schnellsten zurückgewinnen können, wäre hier Springer nach A3. Behält auch noch das Feld im Blick. Greift den Bauern an und Schwarz kann ihn jetzt nicht mehr verteidigen. Das nicht unbedingt der beste Zug, ich glaube. Noch gemeiner ist wahrscheinlich hier, den Bauern erstmal nicht zurückgewinnen zu wollen, die Figuren rauszuziehen. Weil auf einer E6 für Schwarz ein sehr kontraproduktiver Zug ist. Schwarz verstellt sich damit seinen E-Bauern, macht es unmöglich, E5 zu spielen, den Läufer normal zu entwickeln. Und wenn er versucht, den Läufer so zu entwickeln, dann wird er relativ wenig Einfluss aufs Zentrum erstmal ausüben mit G6, Läufer G7, Springer F6. Während Springer C3 weiß gleich droht, D5 zu spielen. Diese Varianten sind, soweit ich weiß, alle besser für Weiß. Aber, was ich auch verstehen kann, wenn man sagt, hier, ne, ich will meinen Bauern erstmal zurückhaben, dann kann man das mit Springer nach A3 bewerkstelligen und der Bauer ist nicht zu verteidigen. Das heißt, wenn wir Angst haben davor, diesen Bauern nicht schnell zurückzukriegen, dann ist E3 der sicherste Weg zu garantieren, dass es passiert. Hier mit Schwarz die Dame rausbringen, ihn zu verteidigen, wäre ein bisschen zu viel des Guten. Die Dame wird gleich wieder angegriffen mit Springer nach C3. Muss sich irgendwie durch die Gegend wuseln jetzt. Und das hier wird nicht gut ausgehen für Schwarz. Springer kommt raus. Kann hier eben gleich weiterspringen. Bau nach D5 droht. Also eine unangenehme Störung für Schwarz. Diesen Bauern wird er auf keinen Fall halten können. Ja, man könnte bei so einem Bau nach F6 zu spielen. Springer E5 verhindern. Bau nach B3 zum Beispiel. C schlägt B. Und jetzt Weiß und Zug gewinnt. Ziemlich irrelevante Variante. Ich will euch nur zeigen, dass es sich rächen wird, so früh die Dame rauszubringen. Läufer B5, sehr gut. Fesselung. Und tschüss Dame-Situation. Also Dame nach D5 ist nicht besonders ernst zu nehmen. Was Schwarz hier machen sollte, ist sich von diesem Bauern zu verabschieden und gucken, wie er ums Zentrum kämpfen kann, seine Figuren rauskriegen. Und eine Möglichkeit, das nach E3 zu tun, ist Bauer nach E5 zu spielen. Hier im Gegenzug einen Bauern anzubieten, gleichzeitig den Weg für den Läufer freizumachen und halt sich gleich gegen das weiße Zentrum zur Wehr setzen. Wenn man jetzt diesen Bauern schlagen würde, wäre er mit der Gesamtsituation danach nicht so zufrieden. Schwarz würde die Damen tauschen. Der weiße König würde hier in der Mitte rumehren. Und jetzt könnte Schwarz sich relativ schnell wickeln. Jetzt kann er auf A6 nicht gut. Erstmal Springer C6 wahrscheinlich. Den Springer rausbringen. Damit den Bauern attackieren. Wer weiß, den er mir verteidigt. Keine Ahnung, Bauer nach F4. Jetzt kann der Läufer rauskommen. Dann würde gleich lange Rochade Schach kommen. Und ja, D schlägt E5. Das würde nicht besonders gut für Weiß ausgehen. Deshalb sollte Weiß hier auf E5 jetzt nicht schlagen. Es ist ein bisschen verwirrend. Aber gut, ist glaube ich verständlich, dass man nicht hier die Damen tauschen möchte und seinen König in die Mitte, sondern sich diesen Bauern einfach zurückschlagen mit Läufer schlägt C4. Anne Web Person sei, warum nicht direkt Läufer E6? Das haben wir die letzten 3 Minuten behandelt. Hast gerade zugeschaltet. Läufer schlägt C4. Und jetzt hat Weiß seinen Bauern zurück. Schwarz hat immerhin erreicht, das weiß ich hier, einen sogenannten Isolani verpassen lassen musste. E schlägt D4, E schlägt D4. Ein Bauern, der nicht mehr von seinen Kollegen neben ihm verteidigt werden kann. Und das hier ist eine Störung, die für beide Seiten gut spielbar ist. Ich denke, Weiß hat noch faire Chancen auf einen kleinen Vorteil, wenn er hier schnell die Figuren rauszieht.
Aber ist zum einen nicht jedermanns Sache und zum anderen ist die schwarze Stärke ja auch nicht hoffnungslos. Also schwarz spielt keine Ahnung, Springer F6, Springer F3, Läufer nach D6 oder Läufer B4 Schach. Versucht sich zu entwickeln. Und naja, die Stellung ist spielbar für beide Seiten. Ich hätte lieber Weiß, aber es ist nichts Tragisches. Bauer nach E5 auf Bauer nach E3 ist ein legitimer Konter. Und die Alternative, und da kommen wir gleich zu Hauptvarianten-Territorium, das meistens nach Springer F3 entsteht, erkläre ich gleich, ist mit Schwarz zu sagen, okay, nimm deinen Bauern zurück. Ich wehre mich nicht dagegen. Ich versuche hier, mich jetzt so hinzustellen und dann dein Zentrum mit meinem C-Bauern zu bekämpfen. Im Moment hat Weiß ja nominellen Vorteil, weil er zwei Bauern in der Mitte hat gegen einen von Schwarz. Aber die schwarze Logik ist, das mag im Moment stimmen, aber du kannst nichts dagegen tun, dass ich im nächsten Zug Bauer nach C5 spiele und diesen Bauern tausche gegen deinen D-Bauern. Entweder in dieser Form nach D schlicht C5 oder später mit C schlicht D, E schlicht D, wonach deine Mehrheit im Zentrum wieder verschwindet. Das hier nach kurzer Rochade und Bau nach A6, warum erklären wir gleich, ist tatsächlich eine der beiden ganz großen Startstellungen im angenommenen Damengambit, die aber meistens durch eine andere Zugfolge erreicht wird. Ich habe schon wieder so ein bisschen Nase zu, ist so nervig. Entschuldigung, weil ich ein bisschen nasal klinge oder komische Sachen mache zwischendurch. Meistens oder häufig sagt, weiß ich nämlich, nö, ich will nicht unbedingt hier Bauer nach E3, E5 zulassen. Ich spiele erstmal Springer nach F3. Und der Bauer wird mir schon nicht weglaufen. Ich spiele danach Bauer nach E3, gefolgt von Läufer schlicht C4. Hier ist ein bisschen schwieriger zu erklären, warum Schwarz diesen Bauern jetzt nicht verteidigen kann. Deshalb, wenn ihr euch unsicher seid, dann fangt aus weißer Sicht, wenn ihr damit experimentieren wollt, ruhig mit E3 an, wonach es ein bisschen leichter ist, den Bauern auf jeden Fall zurückzukriegen. Aber auch hier nach Springer F3, Springer F6, E3 ist für Schwarz keine gute Idee, zu sehr an diesen Bauern zu kleben. Zum Beispiel, ich zeige es schnell, wenn hier B5 gespielt wird, spielt Weiß wieder A4, kennen wir schon, um das hier zu unterminieren. A6 funktioniert immer noch nicht. Wenn Schwarz C6 spielt, A schlicht B, C schlicht B, wie kann Weiß jetzt diese Bauernkette hier kaputt machen? B3 ist korrekt. Nimmt, bevor Schwarz entwickelt ist, um sich hier alles verteidigen zu können, diese Kette auseinander. Wenn der Bauer geschlagen wird, dann schnappt Weiß sich den anderen Bauern mit Schach. Und geht dann hier rein. Dame schlägt B3. Also, worauf ich hinaus will, es gibt noch viele Untervariationen hiervon. Aber Schwarz kann so gut wie nie diesen Bauern verteidigen und halten. Und Bauer nach A4, gefolgt von Bauer nach B3, entweder mit oder ohne Tauschen hier, ist eine ganz typische Art und Weise, dagegen anzukämpfen, wenn Schwarz diese Zeit verliert, mit seinen Bauern zu decken. Häufig rächt es sich für Schwarz, aber man braucht natürlich ein bisschen den Überblick, wann man das wie macht. Grundsätzlich auf B5, A4 und dann die Kette weiter sprengen. Macht man so viel nicht falsch. Läufer nach E6 haben wir eben schon ähnlich gesehen. Auch hier können wir mit Springer nach A3 uns wieder unseren Bauern zurückholen oder mit Springer nach C3 auf Druck bauen. Keine gute Idee. Deshalb auch hier bester schwarzer Zug, wahrscheinlich Bauer nach E6. Es gibt noch eine Alternative, die auf den ersten Blick recht verlockend aussieht, die auch nicht so schlecht ist. Trotzdem nicht so populär wie Bauer nach E6 und das ist, diesen Läufer rauszuziehen, Läufer nach G4, den Springer zu fesseln. Sieht gut aus, entwickelt den Läufer, fesselt den Springer, verliert ein bisschen Zeit und schwächt etwas unseren Damenflügel, aber ist durchaus eine spielbare Variante. Schwarz spielt Bauer nach E6. Nur kurz, um zu gucken, ob ihr noch wach seid. Warum nicht Bauer nach C6 hier?
Läufer steht F7, ist korrekt. Springer nach E5 würde ich auch gelten lassen. Aber Läufer F7 schlägt. Und Springer E5. Typischer Trick, kennen wir vielleicht noch aus erstens E4-Varianten. Doppelangriff auf den König und den Läufer. Und Weiß gewinnt. Ein Bauern mit überlegener Stellung. Da sind wir Schwarzbauern nach E6 spielen. Und ja, das hier ist kein so dummes System, wie gesagt. Der Läufer nervt den Springer, versucht hier ein bisschen Druck zu machen. Schwarz versucht dann die anderen Figuren rauszuziehen, häufig so nach dem Schema. Läufer nach D6, Rochade, Springer nach C6 und Bauer nach D5. Was es nicht erreicht, ist, dass die weiße Dominanz im Zentrum zu challengen. Denn hier, keine Ahnung, wenn Weiß, sagen wir mal, Springer C3 spielt, noch Bauer nach C5 zu spielen, ist schon ein bisschen wackelig. Nachdem Schwarz schon den Läufer rausgezogen hat, könnte Weiß wahrscheinlich direkt anfangen, Ärger zu machen. Ich weiß nicht genau, wie der beste Weg ist, ehrlich gesagt. Vielleicht mit der Dame hier raus. Und da mit dem Springer ankommen. Aber grundsätzlich ist die Kombination von Läufer nach G4 und Bauer nach C5 ein bisschen überambitioniert. Also Läufer G4, ein bisschen gefährlich. Gilt erst nicht so gut als E6, aber durchaus ein logischer Zug, auf den ich euch kurz hinweisen wollte. Und gleichzeitig vielleicht wieder ein Argument, jetzt wird schon wieder komplizierter, für die andere Zugfolge mit E3 anzufangen und jetzt Läufer steht C4. Weil hier Läufer nach G4 keine gute Idee wäre, kann gleich gekontert werden mit Dame nach B3, mit Doppelangriff auf die beiden Bauern. Also, versteht ihr, wie ich meine? D schlägt C4. Die beiden soliden Möglichkeiten für Weiß sind Bauer nach E3. Das lässt Bauer nach E5 zu. Das ist der Nachteil mit diesem Isolani. Vorteil ist, gewinnt sofort den Bauern zurück und verhindert vielleicht die Springer nach F6 Läufer G4-Variante. Oder Springer nach F3. Dann ist der schwarze Hauptzug Springer nach F6. Und jetzt nach Bauer nach E3 gewinnt Weiß den Bauern zurück. Bauer nach E3 ist hier nicht der einzige Zug, der gespielt wird. Es gibt auch Leute, die hier Springer nach C3 spielen, damit E4 vorbereiten. Aber Springer nach C3 gibt Schwarz ein bisschen mehr Chancen, darum zu kämpfen, seinen Bauern zu behalten. Hier mit Bauer nach A6, Bauer nach E4, Bauer nach B5. Das wird zu kompliziert, Stellung. Kommen wir noch kurz zu den Hauptvarianten des angenommenen Damengambits mit Springer nach F3 und E3. Das ist, wie gesagt, einfach den eigenen Läufer hier einzumauern mit Bauer E6, Läufer schlägt C4 und jetzt zu versuchen, im Zentrum dagegen zu halten, Bauer nach C5, Weiß rochiert in aller Regel kurz. Und jetzt haben wir mit Weiß ja doch das relativ klassische Springer raus, Läufer raus, kurze Rochade erreicht. Und hier, das wird aber ein bisschen schwer zu erklären, ist der populärste Zug Bauer nach A6. Kennen wir schon aus dem Neidorf Bauer nach A6. Häufig ein überraschend nützlicher Zug in allen möglichen Eröffnungen. Nimmt das Feld unter Kontrolle und bereitet hier aus schwarzer Sicht vor, Bauer nach B5 zu spielen. Dann Läufer nach B7, Springer vielleicht nach D7. Das ist tatsächlich die absolute Hauptvariante. Alternative wäre den Springer rauszuziehen. Auch sehr, sehr logisch. Weiß sieht meistens auch seinen Springer raus. Und das Leben geht weiter. Schwarz schlägt hier. Hätte er auch sofort machen können. Der Bauer schlägt zurück. Und wieder hat Weiß diesen isolierten Bauern. Aber dafür recht gute Chancen auf Initiative. Der Läufer soll rausgehen, dann Türme in die Mitte. Dann ist immer diesen Bauern vorpushen Thema. Diese Stellungen sind nicht so leicht für Schwarz zu spielen. Auch wenn Schwarz hier direkt schlagen würde, würde Weiß gemeinhin mit dem Bauern zurückschlagen. Also ich glaube, es spricht nichts gegen Springer schlägt D4 für vorsichtigere Naturen. Aber mit dem Bauern zurückschlagen wäre der ambitionierteste Versuch. Normalerweise verzichtet Schwarz darauf, hier erstmal zu schlagen und spielt tatsächlich diesen komischen Zug Bauer nach A6. Und das ist eine der relativ großen Theoriestellungen unserer Zeit. Schwarz möchte meistens B5 spielen, aber manchmal sagt er auch nur, ich behalte mir hier alle Möglichkeiten offen, mach nützlich den Zug und guck erstmal, was du machst. Und Weiß hat, ich müsste zählen, aber bestimmt 8 absolut vernünftige Züge in dieser Stellung. Also selbst hier, im angenommenen Damengambit gibt es viel Theorie. Was wären diese Züge?
Ja, sag mal ein paar Züge, Chat. A4 wird genannt. Ja, eine legitime Möglichkeit. Verhindert Bauer nach B5. Dann will Schwarz argumentieren, hier der Einschub von A6 und A4 hilft mir, weil du das Feld B4 ein bisschen geschwächt hast. Aber auch diese Stellung ist definitiv eine viel diskutierte Option. Springer nach C3 wird genannt. Das sieht sehr, sehr logisch aus. Ist tatsächlich, also auch auf der Liste der Züge, aber nichts, was man unbedingt so früh spielen will in diesen Stellungen, weil der Springer Gefahr läuft, später einen Tritt zu kriegen von diesem Bauern. Nicht sofort unbedingt, aber nach B5. Keine Ahnung, Läufer geht irgendwo hin. Na, E2 ist besser, ich weiß. Läufer nach B7. Dann haben wir Bauer nach A4. Kann jetzt immer gut mit B4 gekontert werden. Und dieser Springer wird nochmal angegriffen. Also typischerweise so früh Springer nach C3. Nicht die Hauptidee. Was auch die Basis ist. Ja, das wäre jetzt, glaube ich, verwirrend. Aber trotzdem. Ihr müsst aber verwirrt werden. Das ist auch die Basis für viele moderne Systeme, in denen Weiß sich schon auf Springer C3 festgelegt hat. Zum Beispiel, was ich gerne spiele, diese Stellung und jetzt der Zug D schlicht C4, nachdem der Springer schon auf C3 steht. Hier ist der Hauptzug Bauer nach E4, aber wenn Weiß sich sagt, ich möchte meinen Bauern sicher zurückgewinnen mit E3, dann spielt Schwarz jetzt so, Läufer geht irgendwo hin. Bauer nach C5. Und wir haben eine fast identische Stellung. Wenn Weiß rochieren würde, wäre es dasselbe. Nur, dass dieser Springer schon auf C3 steht, was hier tatsächlich nicht ist, was Weiß möchte. Das war ein bisschen verwirrend vielleicht, aber ein bisschen Kontext. Zurück zum angenommenen Damengambit. Springer F3, Springer F6, Bauer nach E3, Bauer nach E6, Läufer schlägt C4. Bauer nach C5, kurz Rochade. Bauer nach A6. Ich habe schon viele Möglichkeiten hier gelesen. Läufer nach B3 ist in der Tat ein vielgespielter Zug. Sieht auch komisch aus, der Läufer zum zweiten Mal. War vor 20 Jahren aber, ich glaube, die ziemliche Hauptvariante. Der Läufer geht einfach aus dem Weg und antizipiert, dass der Bauer nach B5 kommt. Wonach Weiß jetzt hier versuchen könnte, mit A4 die Bauernkette gleich wieder anzugreifen. Der Läufer kann auch auf alle anderen Felder gehen. Auch Läufer nach D3 mit ähnlichen Ideen ist ein ernstzunehmender Zug. Und in letzter Zeit ist sogar modern geworden, den ganz bescheidenen Zug zu machen. Läufer nach E2. Sieht bizarr aus. Der Läufer ist schon entwickelt und wir ziehen ihn hier den ganzen Weg zurück. Aber so ist modernes Schach. Die Logik ist, okay, der Läufer macht hier eh nichts. Beißt hier auf Granit. Nach A6 wird er auch hier keine Zukunft haben. Das heißt, wir brauchen ein besseres Feld für ihn. Und wir ziehen ihn schon mal nach E2 zurück in Erwartung vom Bauer nach B5. Wenn Schwarz irgendwann hier schlägt, jetzt können wir uns überlegen, ob wir den Läufer vielleicht versuchen, hier rüber wieder ins Spiel zu bringen. So. Wir sind noch nicht mal halbwegs durch mit der Liste. Ich will nur zeigen, wie viele Möglichkeiten es gibt. Wenn Weiß nach ruhigem Spiel strebt, kann ich ja auch die Damen tauschen. D schlägt C5. Zum Beispiel Dame schlägt, Turm schlägt und Läufer schlägt C5. Sieht erstmal sehr harmlos aus. Symmetrische Bauernstruktur, fast symmetrische Figurenanordnung, fast symmetrische Bauernstruktur. Aber auch diese Stellung ist nicht ohne Gift. Wladimir Kramnik, der Ex-Weltmeister, hat zum Beispiel diese Variante gegen Kasparov gespielt, damit Druck gemacht, mehr denn einmal. Und hat hier versucht, mit ganz kleinen Mitteln auch in Vorteil zu kommen. Der typische Plan ist sowas wie, gibt verschiedene Zugfolgen, aber Springer nach D2, dieser Läufer geht wieder freiwillig aus dem Weg, weil er hier nichts verloren hat. Der Springer geht nach C4 oder nach B3. Und es wird um Kleinigkeiten gekämpft. Trotzdem ist es nicht so leicht für Schwarz, diese Stellung zu spielen. Weil er vielleicht ein bisschen zu viel Felder geschwächt hat. Springer nach C6 muss nicht sein. Springer nach D2 muss auch nicht sein. Ich will nur sagen, selbst in dieser sehr, sehr ausgeglichen wirkenden Stellung kann Weiß versuchen, auf Mini-Vorteil zu spielen. Zu sagen, hier A6 schwächt vielleicht ein paar Varianten. Ich habe vielleicht ein halbes Tempo mehr oder ein Tempo mehr. Und das Leben geht weiter. D schlägt C5. Eine sehr solide Option, die man auf dem Zettel haben muss, wenn man mit Schwarz angenommenes Damengambit spielen will und die Hauptvarianten. Das Weiß, wenn er denn möchte, recht schnell das Spiel verflachen kann und ein ausgeglichenes, minimal für ihn besseres Endspiel spielen mit D schlägt C5.
Was vielleicht aus schwarzer Sicht nicht jedermanns Sache ist. Welche Frage, wofür QGA steht? Das ist der englische Name für angenommenes Damengambit, nämlich Queen's Gambit Accepted. Ich war zu faul und ich glaube, es passt da auch nicht rein, angenommenes Damengambit auszuschreiben. Und auf Deutsch gibt es keine coole Abkürzung. So. ADG sagt man nicht. So, wir können hier noch unsere Liste der möglichen Züge fortsetzen. Wirklich jeder halbwegs logische Zug ist hier populär. Dame nach E2 wird gespielt, macht das Feld für den Turm frei. Der Läufer wird angegriffen, Läufer geht weg. B3 oder D3. Ein kleiner Trick. Sehr random, aber ab und zu muss ich euch einen kleinen Trick zeigen. Was passiert hier? Läufer schlägt B5, korrekt. Bauer schlägt, Dame schlägt. Und beide Läufer sind angegriffen. Man kann nicht beide retten. Dame nach D7 rettet den. Ne, rettet den, aber nicht den anderen. Und Springer nach D7 umgekehrt. Kein sehr wichtiger Trick. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Ich vermute nicht, Siri. Aber immerhin ein Trick. Liste geht noch weiter. Turm nach E1 kann man auch spielen, um hier Bauer nach E4 vorzubereiten. In der Mitte. Gleich Stress machen. Ebenfalls ein sehr, sehr spielbarer Zug. Es gibt sogar das sofortige Bauer nach E4. Ein Bauernopfer. Auch ein bisschen unlogisch, weil der Bauer zum zweiten Mal zieht. Aber ein kritischer Zug. Computer mögen diesen Zug. Dann nach Springer schlägt E4, hat weiß die Wahl. Zwischen Turm nach E1 und Dame nach E2. Mit sehr kompliziertem Spiel. Was hier den Rahmen etwas sprengen würde. Aber es ist nicht ungefährlich für Schwarz. Schwarz ist auch nicht gezwungen, den Bauern zu schlagen. Mit Springer schlägt E4. Nur um zu zeigen, welche Bandbreite an Möglichkeiten Weiß hier hat. Jonas Käfig, vielen Dank für deinen Sub. Springer nach D2 wird noch erwähnt. Ja, auch ein absolut spielbarer Zug. Nach Springer nach D2 plant man meistens hier auf C schlägt D nicht mit dem Bauern wiederzunehmen. Dafür würde der Springer auf D2 falsch stehen. Da will er nach C3. Dann in der Struktur, weil wir nach C3 wollen, Druck auf dieses Feld machen und den Weg für den Läufer freimachen. Aber Weiß kann hier mit dem Springer schlagen und dann wieder auf kleine Brötchenbasis spielen. Bau nach B3, Läufer nach B2, der Springer geht vielleicht hier hin, der Läufer geht vielleicht wieder hier rüber. Also auch Springer nach D2 ist absolut ein populärer Zug. Wurde, glaube ich, sogar von kurzem gespielt. Gegen Magnus, wenn ich mich recht entsinne. Magnus spielt selten angenommenes Damengambit, aber ab und zu haben wir es von ihm auch gesehen. Ich glaube, gegen Le Quang hat er eine Partie, irgendwie so. Jetzt mit Läufer nach C5. Auch Springer nach D2. Absolut auf der Liste. Ich weiß nicht, wie viele Züge wir jetzt behandelt haben und ob wir schon alle haben. A3 wird gleich auch noch gespielt. Aber ihr seht schon, selbst diese bisschen random Weckenstellung ist ein extrem weites Feld. Weiß kann Bauer nach A4 spielen. Dame nach E2. Läufer nach D3. Läufer nach E2. Läufer nach B3. Springer nach C3. Springer nach D2. Turm nach E1. Bauer nach E4. D schlägt C5. Bau nach B3 haben wir noch nicht erwähnt. Auch ein normaler Zug. Den Läufer hier zu vielen Kettieren. Der Weg verzweigt sich. Das ist aus weißer Sicht einerseits ganz angenehm, weil es eine breite Auswahl gibt. Andererseits zeigt es auch, wie solide die schwarze Stellung ist, dass hier nicht eine Möglichkeit gibt, Schwarz gleich wegzuhauen. Und aus schwarzer Sicht ja ist umgekehrt. Weiß hat super viele Möglichkeiten, aber seine Stellung ist im Großen und Ganzen gesund, so dass angenommenes Damengambit auch von Topspielern hin und wieder gespielt wird, wie gesagt. Selbst Magnus spielt schon wieder so. So viel im Kurzüberblick zu diesem Bauernschlagen. Also ihr seht, auf höherem Niveau ist die Idee nicht, den Bauern, juhu, er hat übersehen, dass er den Bauern verliert und den zu behalten, sondern einfach die Zeit zu nutzen, in der Weiß ihn zurückschlagen muss, dann zu argumentieren, der Läufer hier auf C4 steht nicht besonders gut. Ich konter in der Mitte mit C5, spiele dann A6 vielleicht, um den Läufer zu nerven mit B5 und möchte dann schrittweise ausgleichen. Also es ist tatsächlich keine Eröffnung, mit der Schwarz auf Druck machen spielt, sondern auf weiße Anzugsvorteile neutralisieren eher. Wenn Weiß sagt, diese ganzen Stellungen sind ja schön und gut, mir aber ein bisschen zu langweilig,
dann kann er hier auch noch aggressiver vorgehen. Und das ist der dritte Zug, den wir schon vorhin erwähnt hatten, nämlich Bauer nach E4. Besetzt gleich mit beiden Bauern die Mitte. Und eigentlich, ja, der logischste Zug. Wir haben ums Zentrum gekämpft. Schwarz gibt es auf. Also schnappen wir es uns. Bauer nach E4. Weiß hat wieder das perfekte Bauernzentrum, was hier alles kontrolliert. Und Schwarz muss reagieren. Das ist übrigens auch ein großer Unterschied zum Königsgambit. Wie gesagt, die beiden sollten nicht verglichen werden, weil Königsgambit halt den weißen König schwächt. Damengambit aber nicht. Aber wenn man hier das Äquivalent machen würde, mit Bauer nach D4, gleich die Mitte besetzen, hat man das Problem, dass man hier sofort ein sehr, sehr lästiges Schachgebot reingedrückt kriegt. Daher die Variante doch sehr zweifelhaft ist für Weiß. Während im Damengambit, dadurch, dass wir hier ja jetzt nicht eine schwarze Dame befreit haben, sondern nur den Blick zum König freigelegt haben, man solche Sorgen naheliegenderweise nicht hat. Hier hat im Gegenteil Weiß, wenn er es immer braucht, die Option hier einen Schach zu geben. Aber von Schwarz gibt es keinerlei Ungemach. So, Bauer nach E4. Weiß besetzt das Zentrum, plant als nächstes diesen Bauern zu schlagen. Was sollte Schwarz tun? Gibt hier mehrere Möglichkeiten. Vier Züge kommen mir spontan in den Sinn. Sprenger F6 wird genannt. Das ist korrekt. Also einer der Hauptzüge. Macht Gegenangriff auf diesen Bauern. Weiß sollte jetzt nicht schlagen, weil Schwarz die Drogen wahr machen würde. Und den Bauern seinerseits schlagen. Kaktus Sandy, vielen Dank für deinen Sub. Sondern was Weiß tun sollte, ist Bauer nach E5 zu spielen, den Springer anzugreifen. Der Springer geht in die Mitte und jetzt sich den Bauern zurückzuholen. Und jetzt haben wir schon wieder eine strategisch sehr komplizierte Situation. Uns sind so ähnliche Situationen schon ein bisschen begegnet. In der Ajechen-Verteidigung oder auch im Alapin-Sizilianer. Aber es ist strategisch hier nochmal was anderes wieder. Niklas, vielen Dank für deinen Raid. Herzlich willkommen, GM Huschenbeet Gang. Ich hoffe, Niklas ist wieder gut in Germany gelandet. Wir sind hier mittendrin in unserer kleinen Schachschule. Wir machen jeden Tag im Moment eine Stunde bisschen Schachunterricht, Basic-Eröffnung. Deshalb mache ich das hier noch kurz fertig und sage euch danach nochmal Hallo. Vielen Dank für den Raid, Niklas. Vielen Dank, Lasi Motofloto, für deinen Prime Sub. Wir beschäftigen uns nämlich mit dem angenommenen Damengambit. Erstmal, wir haben bisher Bauer nach E4 durchgenommen und sind jetzt zu Bauer nach D4 gewechselt und sind hier bei den Basics. Das Damengambit, bekannt aus der gleichnamigen Netflix-Serie. Und was passiert eigentlich, wenn Schwarz diesen Bauern schlägt? Wir haben uns schon angeguckt, die soliden weißen Möglichkeiten, sich den Bauern schnell zurückzuholen, als da wären Bauer nach E3 und auch Springer nach F3 mit ähnlichen Absichten und sind jetzt bei dem ambitioniertesten weißen Zug Bauer nach E4 gelandet. Was ja das perfekte Bauernzentrum bildet, droht diesen Bauern zurückzuschlagen und wir überlegen oder fragen ab, wie Schwarz sich dagegen verteidigen kann. Wir waren jetzt bei dem Zug Springer nach F6, greift den Kollegen in der Mitte an und der beste Weißzug ist tatsächlich, mit dem Bauern hier vorzuziehen, Bauer nach E5. Eine Frage, die ihr euch hier vielleicht gestellt habt, warum müssen wir vorziehen, warum können wir nicht Springer nach C3 spielen, einfach unser Zentrum verteidigen und du hast doch gesagt, dieser Bauer läuft schon nicht weg. Was könnte der Nachteil an Springer nach C3 sein in dieser Situation? Ist wieder keine einfache Frage. Die Antwort ist, dass Schwarz jetzt im Zentrum zurückschlagen kann mit Bauer nach E5. Also wieder sehr taktisch. Und wenn Weiß hier schlägt, jetzt die Damen tauscht, König schlägt, Springer nach G4 mit Doppelangriff. Und Schwarz steht besser. Vielleicht fragt ihr euch jetzt auch, warum kann ich nach Bauer nach E4 nicht sofort E5 spielen? Die Antwort ist, kann ich. Kommen wir gleich zu. Aber das ist die Begründung, warum Springer F6 mit E5 beantwortet werden sollte.
Sorry, Springer geht hier hin. Und Läufer schlägt den Bauern. Wonach ja das Spiel sehr, sehr kompliziert ist. Weiß hat Raumvorteil, Schwarz hat dafür den Outpost hier auf D5. Und es verzweigt sich hier gleich, je nachdem, was Schwarz machen möchte. Ich glaube, eine Hauptvariante ist, mit dem Springer erstmal wieder wegzugehen, den Läufer anzugreifen. Und dann, je nachdem, wo der Läufer hingeht, sagen wir hier hin, versuchen schnell das Zentrum zu attackieren mit Springer nach C6. Weiß verteidigt das mit einem dieser Züge und Schwarz überlegt sich dann, wo er seine Figuren hinstellt. Hier zum Beispiel Läufer nach F5 oder Läufer nach G4. Es wird kompliziert, strategisch sehr anspruchsvoll. Ich glaube, dass Weiß ein bisschen besser steht, weil der Raumvorteil doch hier gewichtig ist. Aber es gibt durchaus starke Spieler, die auch die schwarze Seite dieser Stellung spielen. Also es führt zu einem sehr komplexen Kampf mit leichtem weißem Vorteil, würde ich sagen. Das ist Springer nach F6. Ist, wenn man mit Schwarz auf Gewinn spielen will, wahrscheinlich eine ganz gute Wahl, weil die Lage nicht so forciert ist hiernach. Aber wie so häufig zahlt man dafür auch einen gewissen Preis. Nämlich Aufgabe dieses Zentrums. Und das eine Feld reicht wohl nicht ganz. Die Hauptalternative auf Top-Niveau, ich habe es eben schon kurz erwähnt, ist Bauer nach E5 zu spielen. Zu sagen, hier, ich bin bereit, dir diesen Bauern zurückzugeben, aber dafür ein Thema, was wir schon kennen, tausche mir dann die Damen und ich kann mich schnell entwickeln. Dein König ist in der Mitte. Schwarz steht hier sogar bequemer wegen des weißen, etwas exponierten Königs. Das heißt, nach Bauer nach E5 wäre das geschehen. Sehr kompliziert. Und Weiß ist hier gezwungen, temporär einen Bauern zu opfern. Deshalb Bauer nach E4 auch nicht jedermanns Sache, weil es für Weiß entweder Optimismus, den ich natürlich nicht habe, oder relativ viel Wissen erfordert, insbesondere in diesen Bauer nach E5-Varianten, wo man erstmal einen Bauern abgibt. Der richtige Zug hier ist Springer nach F3. Bauer schlägt hier und jetzt Läufer schlägt C4. Also im Prinzip sieht es jetzt auf einmal aus wie so eine Art schottisches Gambit. Ist eine bessere Version als das schottische Gambit. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wovon ich spreche, aber eigentlich eine ganz untypische Eröffnung. Stellung für Bauer nach D4, was gleich sehr scharf ist. Zum Vergleich, schottische Gambit wäre so, Bauer nach E4, Bauer nach E5, Springer F3, Springer C6, D4, E schlägt D, Läufer nach C4, hier zum Beispiel Springer F6. Also gewisse Parallelen sind zu erkennen, oder? Es fehlen uns nur die Bauern hier. Ups, B5 muss man auch noch machen. Läufer schlägt C4. Und ja, diese Steuerung ist spielbar für Schwarz, aber ziemlich gefährlich, weil Weiß eben doch Initiative hat und der Bauer auf F7 ein bisschen exponiert ist. Schwarz sich darum kümmern muss, was er tun will gegen schnelle weiße Angriffe mit Rochade, Dame nach B3, Springer nach E5. Es ist nicht ungefährlich. Theorie, Hauptvariante, hier gibt es viel Theorie. Ich kann euch nicht alles zeigen. Hier in unserem Rahmen ist sowas wie Springer nach C6, kurz Rochade und jetzt Läufer nach E6. Um hier schnell diesen... Ey, meine Nase schwer zu, ist so nervig, sorry dafür. Diesen Läufer zu neutralisieren. Und hier verzweigt sich das Spiel jetzt weiter. Der Läufer könnte hier gehen, den Springer fesseln, mit der Absicht, den Bauern zurückzuholen. Weiß könnte auch schlagen, jetzt zu einem Doppelangriff ausholen mit Dame nach B3. Versuchen, die beiden Bauern anzugreifen. Das Spiel wird hier sehr, sehr kompliziert. So, es wird gefragt, warum nicht erst Dame schlägt D4, bevor man Läufer schlägt C4 spielt. Das kann man machen, ist aber nicht sehr ambitioniert. Führt zum Damentausch. Und Schwarz, der immer noch einen Bauern mehr hat, kann jetzt auch noch ein bisschen Zeit gewinnen, um seine Figuren zu entwickeln. Zum Beispiel Läufer nach C5, greift den hier an. Läufer nach E3, Springer F6, greift den hier an. Also, es ist kein guter Zug, der logisch aussieht. Aber wenn man die Damen abtauscht und sich noch diesen Bauern zurückholen muss, ist das hier meistens nichts Besonderes. Bauer nach E5, die harte Tour. Schwarz geht hohes Risiko in dieser Stellung, muss viel Theorie kennen. Aber auch Weiß muss erstmal in Bauern investieren. Wer dazu nicht bereit seid, würde ich von Bauer nach E4 auf jeden Fall abraten. Gibt noch zwei andere Möglichkeiten.
Spring nach C6 gibt es, um diesen Bauern hier zu attackieren. Wonach Weiß den erstmal verteidigen muss und sich dann den Kollegen hier zurückholt. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine typische Variante wie Läufer E3, Springer F6, Springer C3, verteidigt den hier auch noch. Bauer E5, Bauer D5, Springer geht weg. Weiß schlägt. So eine Art Störung, das war jetzt im Schnelldurchlauf. Beide Seiten hätten Alternativen unterwegs. Aber grundsätzlich ist es keine besonders vielversprechende Variante für Schwarz, meiner Meinung nach. Trotzdem spielbar. Aber nicht so vielversprechend. Und es gibt in dieser Stellung auch noch Bauer nach B5. Um hier wieder temporär zu versuchen, unseren Bauern zu halten. Denn hier ist es nicht so nach A4, C6, wie in der anderen Stellung, die wir kennengelernt haben, mit dem Bauern auf E3, wo Dame nach F3 ja den Turm gewann. Sondern hier muss Weiß sich ein bisschen strecken, um seinen Bauern zurückzukriegen. Bauer nach B3 ist hier wieder möglich, um diese Kette zu sprengen. Aber weil Weiß sich in der Mitte schon ein bisschen exponiert hat, hat Schwarz hier häufig Möglichkeiten, aggressiv zu kontern. So Bauer nach E5 oder so. Sodass die Theorie-Hauptvariante würde auch wieder unseren Rahmen sprengen. Ich zeige es euch nur kurz. Hier irgendwas ist wie Springer nach C3. Greift den Bauern an. Schwarz kann ihn jetzt verteidigen mit Bauer nach A6. Aber der Springer würde reinschlagen. Und hier müsste man die Qualität opfern. Sorry, ich weiß, dass es zu schnell geht. Das hier müsst ihr ja nicht merken. Nur, dass ihr es einmal gesehen habt. Alternative ist Dame nach B6. Was auf Kosten der Entwicklung versucht hier, die Bauern noch ein bisschen am Leben zu halten. Aber alles keine Varianten, zu denen ich Schwarz unbedingt raten würde. Ist alles sehr, sehr gefährlich. Man versucht hier wirklich. Man spielt sehr mit dem Feuer. Trotzdem sind es Varianten, die auch auf Top-Niveau gespielt werden hin und wieder. Also sowohl Bauer nach A6 und dieses Qualitätsopfer, als auch Dame nach B6. Also was wir diskutieren. Grundsätzlich, was ich euch sagen möchte, Bauer nach E4, der ambitionierteste Zug, vielleicht der beste Zug, aber erfordert von Weiß auch wahnsinnig viel Wissen. Ihr habt ja gesehen, hier, es gibt mindestens 3, vielleicht 4 scharfe Varianten dagegen, die alle sehr, sehr unklar sind. Das heißt, dadurch, dass man nicht so häufig auf das angenommene Damengambit trifft, sind die meisten nicht bereit, hier ein riesiges Repertoire gegen zu haben. Und die meisten Weißspieler, was sie machen, ist, sie spielen E3 oder Springer F3, gefolgt von E3. In aller Regel kriegt man irgendwie diese Stellung über irgendeine Zugfolge und sie picken sich hier jetzt einen Zug ihrer Wahl raus. Wir haben es ja behandelt. Hier gibt es 18 verschiedene Züge. Ruhige Spieler spielen vielleicht was wie T schlägt C5 oder Bauer nach B3. Aggressive Spieler spielen vielleicht was wie Bauer nach E4 oder Dame nach E2. Und das Spiel geht weiter. Also auf Top-Niveau kann es ja auch sein, dass man drittens E4 antrifft. Auf nicht absolutem Top-Niveau, und da meine ich sogar mittleres Großmeisterniveau, sind die meisten Leute nicht bereit, ständig ein volles drittens E4, drittens E4 Repertoire mit sich rumzutragen und spielen deshalb hier eine der solideren Optionen, die für beide Seiten zur Spielbahnstellung führt. Weiß hat bisschen Vorteil, dass er angefangen hat. Schwarzer gute Ausgleichsmöglichkeit. Ich kann nicht mehr spielen. Also, wie man es kennt. Das war im Schnelldurchlauf das angenommene Damengambit. Ich würde euch, wenn ihr Anfänger seid und noch recht neu im Schach, nicht dazu raten, weil es eigentlich schon eine advanced Öffnung ist. Man gibt den Bauern auf und damit man gibt das Zentrum auf, gibt den Bauern dann zurück und versucht dann später gegen das Zentrum zu kämpfen. Ich würde im ersten Schritt versuchen, wie wir es später lernen werden, einen Fuß im Zentrum zu lassen, das Zentrum zu kontrollieren. Und das kann man machen hier mit Bauer nach E6. Mit der Absicht, hier mit dem Bauern zurückzuschlagen. Oder mit Bauer nach C6. Wieder mit der Absicht, hier zurückzuschlagen. Was ihr nicht machen solltet, nochmal ganz kurz, weil ich das sehr, sehr häufig sehe, also gerade so bei vielen Spielern, vielleicht bis 1700, die auch angefangen haben, sich mit Theorie zu beschäftigen, vielleicht gegen E4 sich schon was angeguckt haben, aber hier gegen D4 noch nicht so firm sind. Viele spielen Springer nach F6 in dieser Stellung, weil sie sich sagen, ja, ich muss ja Figuren rauskriegen, ums Zentrum kämpfen. Das ist genau, was Weiß möchte. Jetzt schlägt Weiß und tauscht seinen C-Bauern gegen den schwarzen D-Bauern, gegen den Mittelbauern. Und nach Springer schlägt D5 hat Weiß die Bauernmajorität, die Bauernmajorität im Zentrum. Und Schwarz hat nichts dafür vorzuzeigen. In der anderen Variante gewann er wenigstens ein bisschen Zeit.
hier wird Weiß das Zentrum gleich übernehmen können. Der beste Zug ist erstmal Springer F3 zu spielen und danach E4 folgen zu lassen. E4 direkt sieht auch logisch aus, aber dann nach Springer F6 könnte Schwarz sich noch wehren. Aber von dieser Variante, also davor kann ich nur warnen, wenn ihr sonst nichts mitnehmt über erstens D4. Merkt euch, ihr solltet nicht D4, D5, C4, Springer F6 spielen. Nach C schlicht D steht ihr schlecht. Oder umgekehrt natürlich auch nicht. D4, Springer F6, C4, D5. Das Thema, das Zentrum aufzugeben und mit dem Springer wieder zu schlagen, wird uns noch begegnen im Grünfeld in der. Aber das ist eine andere Situation, wo Schwarz dann wenigstens den Springer abtauschen kann. So, wenn ich noch weiter rede, sprengt das den Rahmen grundsätzlich. Was haben wir heute gelernt? Bau nach D4, guter Zug. Beiden Hauptzüge sind Springer F6 und Bau nach D5, die um dieses Feld kämpfen. Die ambitioniertesten weißen Pläne beginnen damit, gleich das Zentrum zu kämpfen mit Hilfe des C-Bauerns, Bauer nach C4. Und heute haben wir uns angeguckt, was passiert, wenn dieser Bauer geschlagen wird. Die simpelste Option ist Bauer nach E3, was garantiert, dass wir den Bauern zurückgewinnen. Aus Schwarzspielersicht, Anfängern würde ich von D schlägt C4 abraten. Fortgeschrittene Spieler können das durchaus in ihr Repertoire aufnehmen. Aber es ist objektiv jetzt auch nicht besser als die indischen Eröffnungen oder slawisch oder das abgelehnte Damengambit, die wir noch kennenlernen werden. So, das war die Schachschule für heute. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Feel free, frage, was sind die allgemeinen strategischen Ziele beim angenommenen Damengambit? Die Frage finde ich immer ein bisschen schwierig, nachdem ich eine Stunde lang gezeigt habe, dass es 1000 verschiedene Varianten gibt mit 1000 verschiedenen Bauernstrukturen und verschiedenen strategischen Stellungen, ist es für mich immer etwas schwer zu sagen. Die allgemeinen strategischen Ziele sind, keine Ahnung, den Bauern zu schlagen und hoffen, dass Weiß ihn nicht zurückgewinnt oder den Bauern zu tauschen für Zeitgewinn. Also Schach ist sehr komplex. Es tut mir leid. Ich tue doch schon alles hier, um euch Schacheröffnung zu erklären. Wir machen weiter mit, keine Ahnung, abgelehnten Damengambits wahrscheinlich in der nächsten Folge. Muss ich mal überlegen, wie wir die Reihenfolge machen. Aber wäre ja logisch. So, das war's mit der Schachschule. Wenn ihr die unterstützen wollt und wenn ihr wollt, dass ich das hier regelmäßig weitermache, dann unterstützt gerne Janisdarm TV, mein Twitch-Kanal. Das könnt ihr machen mit einem Sub. Wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr das mit eurem Twitch verknüpfen. Dann ist ein Sub mehr kostenfrei mit drin. Ansonsten haut gerne auch so einen Sub raus. Verschenkt ein paar Subs an die Community. Ich freue mich natürlich, wenn ich honoriert werde hier für das Schachtraining.